Willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Part von Let's Play Tomb Raider Anniversary. Hier im Ägypten in... Ja, hier ist schon ein Teil natürlich gewachsener Fels. Hier war alles noch künstlich gebaut, angelegt. Und wir haben schon zwei Sprungpassagen gemeistert. Das sind immer noch nicht die letzten. Nein, nein, nein. Und hier müssen wir jetzt runtergehen. Da hinten seht ihr schon, hier werden Krokodile und so. Ah, hier ist auch eins drin, genau so war das hier auch. Okay, wir haben es irgendwie überlebt. Ja, noch haben wir aber genug Medipacks. Warte jetzt, Freunde, müssen wir erst hier unten hin. Wir müssen da hoch, da ganz oben, da ist unser Ziel. Ja, ich habe euch ja schon gezeigt, da unser eigentliches Ziel ist da im Hof, wo wir angefangen haben, so ein Tor, ein riesengroßes Tor. Da müssen wir vier Embleme zu finden und dazu müssen wir, glaube ich, wie war denn, müssen wir erst. Wir müssen, glaube ich, auch jemand auf der ersten Mal das Wasser. Hier. Ach ja, hier geht's runter, okay. Dann werden wir nochmal eine Luft holen. Okay, wir müssen jetzt da ganz runter. Ihr habt gesehen, dass auch ein Hebel. Der löst was aus, die Tür da, ja. Okay, ja, dann müssen wir doch erst hier lang. Also dann wird der Schalter da ganz oben. Scheiße. Scheiße. Oh, ja toll. Jetzt ertrinke ich auch noch. Ist das schnell schwimmen nochmal? Ja, na toll. Ja. Oh, wie viel Schaden die durch Ertrinken nimmt, ist ja wahr. Wir wollen schnell schwimmen mal Dreieck, okay. Hier geht es gleich weiter mit den wunderbaren Sprungpassagen. Schneller, Lara, schneller, du musst da durch. Und hier, glaube ich, gibt es auch irgendwo ein Medipack hier unten. Irgendwo. Da. Jetzt sind wir in so einem schmalen Raum. Ihr seht, der hat solche Plattformen. Hier eine Darstellung von Booten. Da sehen wir eine Frau, die wenig anhat, aus welchen Gründen auch immer. Keine Ahnung. So, als ob ihre Dings hier Umhang da. Ein richtiges Kleid ist die ja nicht, aber so eine Art Tunika oder was, ob das ein bisschen verrutscht wäre oder so. Ja, schnell springen, genau. So. Das Problem ist, wenn wir jetzt auf diese Platte rausspringen, dann zieht sie sich leider ein. Ja. Ja, und hier, wie gesagt, geht es wieder los. Ne, ihr seht, der Winkel ein bisschen, die wäre locker an die Kanten rangekommen, wenn sie es gut. Aber nein, der Winkel war ein bisschen falsch und sagt, nein, da kann ich mich nicht festhalten, weil der Winkel nicht so ist, wie mir zu dem Kram passt. So, geschafft. Jetzt müssen wir... Genau, ich warte, das ist nicht... danke, Lara. Müssen wir, glaube ich, nämlich... hier ran, ja, genau, dann hier ran, so, dann haben wir hier einen Raum, wo wir erstmal hier unten das Medipack mitnehmen wollen,
müssen wir jetzt da hoch. Ja, ich weiß, ich kann auch durch die Säule durchspringen, aber ich hab's jetzt mal so gemacht. Aber ich habe es schon mal gezeigt. Okay. Und wie ihr seht, hier ist keine Kante. Ja, also müssen wir erstmal darüber springen und dann sie auch wirklich da hochspringen, weil sie sonst sagt, nein, hier ist keine Kante, da kann ich nicht hochgehen. Da wieder die Munition, die wir nicht einsammeln können. Jetzt fällt hier so ein Block runter, der macht das Ding erstmal fest. Der zerstört scheinbar irgendwie den Mechanismus oder so. Frag mich nicht, Freunde. Da ist noch ein Medipack. Sie auch mitnehmen natürlich. Der zerstört scheinbar, wie gesagt, irgendwie den Mechanismus. Und ist leider nicht seine einzige Funktion. Wir müssen ihn leider mit darüber nehmen. Und ihn als Sprungtritt, als Drittsprungschanze irgendwie benutzen. Und das ist noch nicht alles. Da oben sind noch mehr solcher Plattformen, wie ihr seht, die sich dann wieder einziehen, wenn man darauf geht. Wie gesagt, im Zeitspiel muss man das alles in Perfekt schaffen. Einmal nicht richtig getroffen oder so und schon könnt ihr das voll abschmatzen. So. Kamera. Hoch. Ja, sehr schön. Läuft hoch. Sehr schön. So. Ja, hier, ich sehe jetzt leider nichts, aber ich glaube, hier können wir. Ja, genau. Ich sehe hier auch, wenn man an der Stange zu weit außen hängt. Fail. Und hier wird es jetzt richtig lustig, meine Freunde. Hier haben wir nämlich eine. Zwei Enterhakenpunkte. Und sie wählt immer erstmal den da an. Das muss man hier jetzt runterziehen. Und jetzt. Ja, okay. Schon schief gegangen. Was? Hä? Was war denn das jetzt für eine Aktion? Ich hab da nach hinten. Ja, okay, müssen wir halt nochmal hochklettern. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es beim ersten Mal funktioniert hätte. Aber wesentlich haben wir diese Ebene jetzt hier befestigt, gesichert. Aber vielleicht liegt es ja auch nur an dem Stein, dass der zu schwer ist, dass die Plattform jetzt nicht mehr einziehen kann. Ja, sowas kann frustrieren bei einem Zeitspiel, wenn die einfach nicht daran springt. Obwohl es keinen Grund dafür gibt, dass er das nicht gemacht hat. Wertvolle Sekunden, die man verliert, die man vielleicht woanders dringender gebraucht hätte. Bisschen daran, nicht, dass wir sagen, nein, es sind zwei Pixel, die mir nicht gefallen. Da halte ich mich nicht daran fest. Habe ich gar nicht nötig, so. Ja, hier muss man halt in einem Zug die Klappe hier runterziehen und darüber springen. Die geht halt nicht automatisch da hoch. Ja, ich glaube, dass sowas auch noch nicht im alten Ägypten erfunden war, aber hier halt schon. So, und jetzt kann man den Hebel ziehen. Und kaboom, der fällt alles runter. Und wir können weiter nach oben. Ja, ja, ja. Hier ist, glaube ich, nichts mehr in den Raum. Nee. So, jetzt müssen wir wieder gefährlich, wo man der auch aus den Gründen des Winkels und seiner mal leicht schief gehen kann. Dann sagt, nö, hier ist der Winkel mir nicht gut genug, das passt mir nicht. Da brauche ich mich nicht festhalten. Den knall ich ganz runter, darfst du den ganzen Scheiß nochmal machen. So, dann haben wir hier auch noch einen Hebel. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah ja, jetzt sind wir hier schon oberhalb, seht ihr? Genau, wo wir hin wollten. Jetzt können wir hier die Hebel betätigen. Und jetzt wird sich ja um die Katzenstatue rum ein weiterer Weg für uns öffnen. Und wollen wir sehen,
Jawohl, Skill, Freunde, Skill. Ein geiler Körper. Ich glaube, hier. Hier ist hier neue Fokus, genau. Ja, die machen auch ordentlich Schaden, anscheinend. Okay, die war mal geklappt. Ja, wir hatten. So. Ja, ist ja gut. So. Ja, wir hatten. Hätte ich jetzt nicht unbedingt besiegen müssen, hätte ich auch da schnell hochklettern können, aber. Ich hatte jetzt gerade Bock. Ah, nee, Moment, ja. Ah, Freunde, wir haben schon einen Fehler gemacht. Wir haben schon einen Fehler gemacht, scheiße. Mist. Weil. Sieht man, da oben sind Haken dran, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber ja, glaube ich, noch nicht den Kontrollpunkt ausgelöst. Ich versuche mal. Wer ist der Partner? Okay. Laden. Nee, oder? Nee, kann man nicht. Gut, Kontrollpunkt nochmal anfangen. Na okay, dann machen wir das dann einmal, dann lassen wir Lara halt ertrinken. Tut mir leid, Freunde, dass wir jetzt so grausam sein müssen, aber anders geht's nicht. Weil da oben ist ein Artefakt drauf, das wir natürlich mitnehmen wollen. Ich hoffe, dass wir jetzt noch keinen anderen Kontrollpunkt ausgelöst haben. Aber ansonsten gehen wir halt einfach, machen wir den Weg einfach normal, steinigt dann euch raus. Das ist ja nicht so weit, wir brauchen bloß wieder da tauchen, da wieder hochklettern. Diesmal sind einfach, weil die Klappe hier offen bleibt. Ja, wir hatten ertrinken, macht anscheinend extrem viel Schaden. Ja, ich meine, gut geübte Menschen können die Zeit schon, die Luft schon eine ganze Zeit lang anhalten. Trainierte Menschen. Ah ja, wir sind wieder hier oben, sehr schön. Wir müssen nämlich, genau. Oh, Freunde, drückt mir die Daumen, dass das funktioniert. Nämlich da. War das irgendwo da drauf? Kann man jetzt von hier aus nicht sehen. Da drauf ist ein Artefakt, jedenfalls glaube ich. Ah ne, warte mal, da ist noch ein Ding, wo man sich dran festhalten kann. Und ja, da. Genau. Da, oh, beinahe hätte es wieder nicht geklappt, ey. Diese blöde Kuh, dass sie manchmal so spät den verfluchten Endhaken wird, noch ein bisschen höher. Ah, jetzt sieht man es, da hinten seht ihr, jetzt sieht man es. Ja, wir müssen jetzt hier frei schweben über drei solche Enterhakenpunkte da hinkommen. Und das Problem ist halt, wenn sie halt mal wieder denken, nö, ich werde erst ein bisschen später, wenn ich falls auf der Erde aufgeschlagen bin, dann kann es halt mal schief gehen. Okay. Hier werden wir mal ein klein bisschen runtergehen, so. Dann sollten wir sicher da hinkommen. So. Hier sind so eine Platten, also sieht er sich doch nicht überall gleich aus. Hier sind so eine komische Platten, die Artefakte. Ah, scheiße, jetzt habe ich den Hebel nicht gedrückt. Oh, ich habe den Hebel nicht gedrückt. Na okay, Freunde. Na okay, machen wir halt nochmal. Nochmal. Oder warte mal, lassen wir uns mal die Krokodilen töten. Ach so, wenn wir das so machen, dann sind keine Krokodile da. Okay. Verdammte Scheiße. Tut mir jetzt wirklich leid, dass ihr das jetzt mehrmals sehen müsst, aber ist nicht so schlimm, nicht wahr? Das ist immer zwei. Wo war denn der dritte?
Was müsste denn jetzt kommen nach diesem Raum? Ah ja, da müsste jetzt die. Da müsste eigentlich der Raum gleich. Das wird eigentlich gleich zu Ende sein. Haben wir denn schon irgendwas verpasst? Habe ich da schon irgendwas verpasst? Aber eigentlich doch nicht, oder? Muss ich jetzt mal überlegen, Freunde. Weil der nächste Abschnitt, wir kommen dann zu einer. Ja, erstmal jetzt den Hebel aktivieren. Vielleicht war ich nicht da, weil ich den Hebel nicht aktiviert habe. Kann natürlich auch sein. So. Ja, jetzt sind sie nämlich plötzlich da. Jetzt ist es tot, eins haben wir schon mal getötet. Ich wollte schon mal hier oben töten. Auch gut. Okay, der setzt sich irgendwo hin, wo er ihn nicht töten kann. Okay, auch okay. Das zählt sich ja schon als eigener. Ich kann ja mal kurz auf die Level-Statistik gucken. AC schon hat eingesammelt, okay. Aber eigentlich. Oder geht es da noch groß weiter? Also können wir jetzt wieder. Ah, jetzt hat es mal wieder das Ziel geklappt. Weil der Abstand der Knöpfe muss genau stimmen. Wenn man ein bisschen zu schnell oder zu langsam ist, dann macht es halt den. Warte mal, er ist doch schon tot, okay. Ich ruck nicht. Also es hat gezählt, dass ihn eingesammelt hat. Sehr schön. War denn hier jetzt noch so viel, dass wir hier noch so viel finden? Ich dachte, das müsste gleich zu Ende sein, das Level hier. Was ist denn jetzt hier? Ach, nee. Stimmt, es geht noch ein Stück weiter. Ja, doch, stimmt. Hier haben wir natürlich mal wieder Panther. Ja, Munition können wir nicht einsammeln. Panthers. Können wir schon von hier oben drüber, aber das ist dummerweise nicht der einzige. Hier kommt jetzt auch wieder eine. Ja, ein schönes Tier, die sind eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht, finde ich. Die sehen eigentlich ganz gut aus. Oh ja, ist ja. Oh, hört ihr jetzt mal auf damit! Das gibt's doch nicht, ey. So nein. Ja, vier so eine Panther hier gleich mal. Aber dafür gibt es ja auch ein schönes großes Medipack, sehr schön. Ja, und darüber habe ich jetzt eher auf leicht gestellt, weil ich einfach nicht Bock hatte. Hier sind nochmal zwei drin. Ach ja, die müssen wir freilassen, anders geht's leider nicht. Ich bin doch ausgewichen, das gibt's doch ja nicht. Ja Gott nochmal, die sind wirklich zäh. Ja, ich glaube hier oben, da glaube ich, war das Relikt, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht, wir werden gleich sehen. So, hier müssen wir jetzt, ja, das ist auch. Ja, leider kommt sie nicht da ran. Wir müssen jetzt hier ran und hier. Ja, das ist total bescheuert. Wie hier der Trick ist, kann ich euch leider nicht sagen, wie ihr das schnell genug macht. Ihr seht, es geht nicht. Ja, nee, Translator-Account auch nicht. Da muss man Glück haben. Ja, das ist beim Zeitspiel echt der Todesstoß. Ja, warum hältst du dich fest, Lara? Was soll der Scheiß? Oh, ja, ich weiß es nicht, Freunde. Es tut mir leid. Ich weiß es einfach nicht. Da kann man hier. Ich weiß es nicht, wo hier der Trick ist. Das macht sie nur, wenn sie Bock hat.
Und wie gesagt, wenn man hier ein Zeitspiel jetzt macht. Ja, dann kann es echt frustrierend sein, wenn die da nicht rüberspringen will. Ja, jetzt seht ihr, ein von Seeversuchen, der sagt sie, ja, jetzt geht es mal. Ansonsten, nö, ich hab keinen Bock da drauf. Seh doch zu, wie du da hinkommst. Ja, hier muss man sich rumfahren lassen. Ja, hier, der Spruch ist mindestens genauso weit, wenn nicht weiter, ja. Na gut, nee, der ist eigentlich genauso weit, wenn die Wand ja gleich weit entfernt, aber da springt sie mal locker rüber, ne? Und hier hat sie noch einen Fall nach unten ein Stückchen, ne? Macht sie trotzdem nicht. Weil das Spiel einfach sagt, nö, irgendein Pixel gefällt mir jetzt nicht so, so wie er da ist. Da kommst du jetzt mal nicht rüber. Will ich jetzt nicht. So, hier, an hier geht's weiter. Wir müssen erstmal da drüben hin. Weil da seht ihr, wartet ein Artefakt auf uns. Das ist irgendein. Ist das ein Reliquie? Ja, ich glaube jetzt, ich weiß jetzt, wo das, das andere Ding ist. Okay. Es sind Munition und Medipack. Ich dachte, das wäre. Ah, ne, das ist. Ne, es ist nur Munition, oder? Ja, aber es geht so. Trotzdem hat es keiner bei. Es ist nur Munition. Ich dachte, hier wäre auch ein Artefakt. Ne, das ist nur Munition, okay. Ja! Warum musst du einen Scheiß-Salto machen, du blöde Kuh? Ja, komisch, jetzt geht's auf einmal. Aber wohin? Ja, beim Zeitspiel kann es frustriert sein, wenn du da 10-mal diesen scheiß Sprung machst und nö, ich mach den Sprung nicht. Nö, ich mach den Sprung nicht. Okay, ich dachte, hier wäre auch ein Artefakt, aber hab ich mich geirrt. Aber ich weiß, wo noch eins auf jeden Fall ist. Weil wir jetzt hier kommen, da müsste jetzt gleich nochmal ein Panther kommen. Ein Black Panther, jawohl. Ah, noch ein volles hier. Nervt mich so. Ja, da oben sind Steine. Und da geht der Weg, den wir gehen sollen eigentlich. Aber da kommen wir halt so noch nicht hin. Da müssen wir erst woanders noch machen. Ja, ich spring da hoch, danke. Ja, eine Stein gemeißelte Leiter, auch ganz faszinierend. Hier kommt jetzt richtig Sprung-Action auf uns zu. Ich glaube, hier müsste. Genau, hier sein. Aua. Ist tot, so. Ja, hier. Ja, hier müssen wir das Ding hier auslösen. Hier sind einer von diesen Dingern ist hier abgerissen. Da brauchen wir ein anderes Gegengewicht. Und aber wir müssen erst. Oder war das hier, wo das gelegt ist, auf, da hinten, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, nee, ich glaube, wir müssen da erst einen Schalter betätigen oder so, um hier irgendwas zu aktivieren, sonst funktioniert das irgendwie nicht, glaube ich. Das können wir da ranspringen, aber es wird nicht funktionieren, glaube ich. Oh nein, 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 fall nicht da runter, Lara. Das wäre jetzt kontraproduktiv. Und jetzt kommt das nochmal. Der Raum, ich habe euch erzählt mit den Statuen, die wir verschieben mussten, weil die nicht verschoben haben. Und jetzt kommt das Ganze halt nochmal von oben. Und glaubt mir, das ist die Hölle. Das ist echt die Hölle. Weil hier, wie gesagt, man hat hier nur sehr schmale Sprungdinger und so weiter. Und hier fehlt ich auch jedes Mal so oft, ey. Könnte ich auch jedes Mal heulen. Wer muss. Ja! Ich kann nichts dafür, dass die Sprunganimation unterbrochen wird durch irgendeinen Leck oder irgendwas. Dadurch fehlt schon ein Pixel, sagt sie, nein, ich halte mich jetzt nicht mehr daran fest. Obwohl es vielleicht nur locker schafft. Und wie gesagt, man muss jedes Mal die Seite wechseln, weil halt da was dazwischen ist, was uns hindert, geradeaus einfach darüber zu jumpen. Das ist echt die Hölle. Und das Problem ist, kann ich schon während der Animation hier sich in Position bringen oder so. Komm hoch da! Ja, nochmal die Seite wechseln. Komm schon, Lara, ein Sprung noch, ja.
50% ist geschafft. Wir müssen natürlich auch noch wieder zurück, ist ganz klar. Aber hier können wir jetzt, habe ich euch ja auch erzählt, das Ding jetzt feststellen. Genau hier war der dieser Schalter. Den müssen wir jetzt drücken. Genau, damit diese Stäbe sich einziehen, damit wir das auslösen können. Die Statuen stellen sich jetzt Gott sei Dank dauerhaft nach innen. Zumindest 5 von den 6 bleiben dauerhaft drin. Eine werden wir später noch umzwitschen müssen. Aber das kommt erst viel später. Die zieht sich dann ein und gibt uns einen Rückweg frei. Wie gesagt, wenn man das auf Zeit spielt, mehr als einen Fehlversuch oder so kann man sich nicht leisten. Und seht ihr, wie schräg die wieder gesprungen ist? Wegen der scheiß Kamera und alles. Das ist echt nicht gut gemacht. Da hätte man andere Dinge irgendwie anders machen können, aber das ist echt alles nicht so besonders gut gemacht. So, jetzt. Ah ne, kann man die Leiter nicht runterrutschen? Anscheinend nicht. So. Jetzt kommt Sprung-Action, Freunde. Richtig geile Sprung-Action. Hier ist nochmal Munition, können wir nicht mitnehmen. Aber ein schönes Medipack haben wir hier. Und zwar müssen wir jetzt auf diese Säule. Das heißt, wir müssen von der Wand abspringen. Das ist das erste Mal, wo wir das unbedingt müssen. Ja, das klappt natürlich mal wieder nicht, ist klar. Gar nichts drücken, dann drückt, springt es auf jeden Fall vorne aus. Okay. Ja! Ja, ihr seht's. Es ist, wie gesagt, aus der Perspektive kaum feststellbar, wo man genau sein muss. Ja, natürlich. Es ist kaum feststellbar. Das ist so frustrierend. Das glaubt ihr nicht, wie frustrierend das ist. Ja, jetzt springt sie ja nicht in die richtige Richtung. Ja, und das auf Zeitspiel, da habt ihr schon so verkackt, wenn ihr das dreimal machen müsst. Und mal wieder hat es natürlich mal wieder nicht ordentlich geworfen, das Seil. Oh, das gibt es nicht, ey. Jetzt muss ich ja 100 Mal den Sprung. Ich konnte das schon mal besser, Freunde. Ich hatte schon mal den Punkt raus, wo genau sie. Ah. Und das Drama ist, wir müssen es zweimal machen. Weil wir ja auch da oben das Artefakt wollen. So, ja, okay. Moment mal. Ah ne, wir müssen wieder zurück. Wir haben es geschafft, wir sind oben. Okay, wir haben alle drei Artefakte, fehlt noch das Relikt. Ich hoffe, ich finde noch raus, wo das war. Hier müsste ich runterkommen. Na gut, mit wenig Schaden. Dann müssen wir nochmal da hoch und dann an der Wand lang. Und dann denke ich mal, wir die Part erstmal beenden. Das ist ja lang genug. Ist auch schon spät genug. Ah, First Try. Sehr schön. Langsam kriege ich es wieder raus. Die muss man sich beeilen, weil die Brüchigen fallen selbstverständlich runter. Und jetzt müssen wir einfach nur noch da ran springen. Und Dreieck drücken, ganz wichtig, das ist immer hier an, bei dem Sprung so. Da verarscht uns das Spiel nochmal richtig, wenn ich, ah, endlich geschafft. Nö, Dreieck noch drücken. Ja, jetzt hier unterhalb halt ein Sandhaufen, dass wir jetzt weitergehen. Ja, hier war ein Kontrollpunkt, hier beenden wir das jetzt mal. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, ihr verzeiht mir meine Fails. Das hat sich ja noch in Grenzen gehalten bei dem...
Bei den Statuen habe ich mich nur einmal runtergefallen. Ist auch schon fast so wie ein einsamer Rekord. Aber hier, da ich jetzt hier wieder ein paar Versuche gebraucht. Ich konnte das mal ganz gut. Ich habe das mal ganz gut im Griff gehabt, an die Stelle, an der man abspringen muss. Das ist immer so das zweite durchgehende Gitter oder so. Oder das dritte da oder keine Ahnung. Wie gesagt, das ist sehr wies, weil man hat eine Perspektive, die einem das natürlich nicht zeigt, wo man hinspringen muss, ne? Das, an welcher Stelle man abspringen muss. Das muss man sich erarbeiten halt. Und das kann schon. Wie gesagt, das Schöne ist, bei diesem Sprung, da verliert man erstmal nicht so viel Zeit beim Zeitspiel. Also da hat man vielleicht schon 2 bis 3 Versuche. Und man stirbt auch nicht gleich, man verliert auch keine Energie, wenn man runterfällt halt. Aber es gibt ja auch Sprünge, die dich töten, wie zum Beispiel da bei Statuen da vorhin. Wenn man da runterfällt, dann ist man tot und man verliert viel Zeit, weil man jedes Mal die Sequenz wieder sehen muss, wie die ausfahren und da läuft die Zeit weiter in den Sequenzen. Ne, und da verliert man sehr viel Zeit, wenn man 2-3 Mal da runterfällt und das kann schon frusten. Also bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zusehen.